Hygiene, 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 Hygiene. Hygiene ist das A und O in der modernen Krankenpflege, Schwester Hortensia. Und ich muss Ihnen sagen, dieses Haus hier, das ist kein Invalidenhaus, das ist ein Schweinestall. Also, Herr Behring. Dr. Behring immer noch. Wie reden Sie denn in aller Öffentlichkeit über dieses Haus? Bitte kommen Sie hier entlang. Da. Ich kann mich nur wiederholen. Die hygienischen Verhältnisse in diesem Haus lassen doch sehr zu wünschen übrig. Im Übrigen, wo ist eigentlich Ihre Kittelschürze? Die weiße Kittelschürze einer preußischen Krankenschwester, die Sie im Umgang mit Kranken vor Keimen und Bakterien schützen soll? Ich entscheide, wann ich hier eine Schürze zu tragen habe und wann nicht. Und im Moment habe ich ja wohl keinen Kontakt zu Kranken, sondern führe Sie lediglich als Gast durch dieses Invalidenhaus. Ach, Sie entscheiden, wann Sie eine Schürze tragen und wann nicht. Und Sie haben keinen Kontakt zu Kranken und Bakterien. Na, wer sind denn dann bitte diese Herrschaften hier? Wie? Ach, sind Sie die Gruppe Kriegsversehrter, die uns angekündigt worden ist? Oder sind Sie Angehörige? In diesem Fall möchte ich Sie bitten, einfach wieder hier halt, immer links Quarantäne, hoch. Quarantäne, Sie sind alle in Quarantäne. Niemand verlässt diesen Hof. Schwester Hortensia, sehen Sie denn nicht, was ich sehe? Ich sehe Menschen in Straßenkleidung, ich sehe dreckige Schuhe, ich sehe überall Keime und Bakterien. Oh mein Gott, Herr Behring. Dr. Behring. Im Gegensatz zu den Invaliden, die wir sonst hier gesund zu pflegen haben, sehen diese Herrschaften doch nun wirklich alle aus wie das blühende Leben. Pappalapapp, ich bin von der Kommandantur des Hauses aufgefordert worden, mir einen Eindruck über die hygienischen Verhältnisse hier zu verschaffen. Und ich muss sagen, Ihre Arglosigkeit ist doch erschütternd. Niemand darf einfach so von der Straße über den Hof in Straßenkleidung in dieses Haus gelangen. Diese Menschen bringen Keime und Bakterien ins Haus. Wir müssen sie reinigen. Wir müssen sie dampfstrahlen. Wie bitte? Hier wird überhaupt niemand Dampf gestrahlt. Dieses Haus hier ist eine Erholungs- und Regenerierungsanstalt. Und keine Dampfstrahlanstalt, Herr Behring. Dr. Behring immer noch für Sie. Wissen Sie eigentlich, wer hier vor Ihnen steht? Dr. Emil Behring, ehemaliger Absolvent der Kaiser-Wilhelm-Akademie für das militärärztliche Bildungswesen. Zuletzt berufen ans Hygieneinstitut Robert Koch. Um genau zu sein, Dr. Emil Adolf Behring, bald schon von Behring, denn ich werde den Nobelpreis erhalten. Wofür werde ich den Nobelpreis erhalten, Schwester Hortensia? Für Wichtigtuerei? Für Medizin. Und wann werde ich diesen Preis erhalten? Na, wissen Sie es? 1901. Und wofür genau, Schwester Hortensia? Für Dampfstrahltechnik? Nein, für meine wissenschaftlichen Forschungen auf dem Gebiet der Bekämpfung der Diphtherie. Ja. Sie und Ihre wissenschaftlichen Forschungen. Ich stehe täglich an der Krankenfront und nicht im Labor, Herr Behring. Dr. Behring. Ich habe hier 500 Invalide zu versorgen und zu pflegen. Und stündlich kommen neue hinzu. Und ich allein weiß, wie dieses Haus hier zu führen ist. Mit Gottesfurcht und Disziplin. Ach, mit Gottesfurcht ist noch kein Kind von der Diphtherie geheilt worden. Nennen Sie mir die Hauptsymptome der Diphtherie, Schwester Hortensia. Erstens. Ich darf da wohl bitten. Ja, da kommt nichts, ne? Halsschmerzen. Zweitens. Schluckbeschwerden. Drittens. Weiße Flecken auf den Mandeln. Stecken Sie bitte mal die Zunge raus. Ja. Ich darf daran erinnern, Sie sind in diesem Hause nur zu Gast. Manchmal auch ein süßlich-fauliger Mundgeruch. Ich kann Sie beruhigen, Sie haben das nicht. Sie sind gesund. Ja. Wissen Sie, das hätte ich Ihnen auch sagen können, und zwar ganz ohne wissenschaftliche Forschungen. Ich habe nämlich Erfahrung. Aber alle anderen hier müssen rein untersucht werden, Schwester. Hier wird überhaupt niemand rein untersucht. Die Pflege und Untersuchung der Insassen dieses Hauses und dieses Hofes obliegt ganz allein meiner Anordnung. Schwester Hortensia, ich weise Sie darauf hin, dass Ihr Verhalten und die katastrophalen hygienischen Verhältnisse, die ich hier vorfinde, in meinem Bericht nicht unerwähnt bleiben. Ja, na dann lassen Sie die mal nicht unerwähnt. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. So, und Sie lassen sich jetzt hier bitte die Nachtwäsche aushändigen. Und dann treffen wir uns alle um 6 Uhr zum Abendgebet im großen Saal, und zwar pünktlich. Aber Ihre weiße Kittelschürze. Sie ziehen erst Ihre weiße Kittelschürze an. Die weiße Kittelschürze einer Preußischen. Sie können jetzt gehen. Krankenschwester, die Sie vor Keimen und Bakterien schützen soll.